on the air. Das heißt live in der Luft. Krass, wa? Der Matze heute mal wieder da mit im Chat der Daniel. Moin. Ja, und was machen wir? Wir spielen Umbrella Corps. Gestern hatte sich meine Internetverbindung leider Gottes verabscheut. Weswegen ich so abrupt weg war. Nochmal sorry dafür. Ja. Kann immer machen, nix. Muss immer ein Gucke zu. Heute hoffentlich etwas stabiler. Ja, ich poste mal gerade noch den Link in Facebook. Daniel übernimmt das Twitter für mich, weil ich es immer noch nicht eingestellt habe. Ja, ich weiß, Schande über mein Haupt. Kann ich nicht twittern. Warum kannst du das nicht twittern? Ich kann, der Link geht im Nachhinein, macht er dann immer so ein komisches Dings draus, aber er twittert es ja nicht. Eigentlich sollte er das, sobald das auf dem Channel aktiv ist, vom Channel auch aus twittern, aber selbst das macht er nicht mehr. Ich weiß nicht, nur wenn ich das Das via hatte er mal PlayStation da. eine Zeit lang hatte der das mal gemacht. Ja, hat er mal. Bis er gemerkt hat, hey, warte mal, ich krieg jetzt immer Doppelpost. Von wegen von der PlayStation und von Twitch selber. Nimm, jetzt entscheide ich mich nur noch von der PlayStation. Also ist das Irgendwie. wegen dir Behindertem? Ja, aber du hättest ja auch schon mal längst die App runterladen können. Das ist ja, ne? Kein. Doch, das ist voll schwierig. Naja, Nein, einfach im jedenfalls. PlayStation Store öffnen, Twitter eingeben und zack, boing, taucht es auf. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon. Oh, das Ja, ich überfordert weiß. mich. Ich mach dir demnächst eine Anleitung fertig, Ich dann bitte darum, so schön mit, wie ich das damals im mach Forum ich. für Mit bunten Destiny Bildern, gemacht hatte, ja. schön mit Screenshots und einkreisen Mit machen. bunten Bilderchen. So, wie man sieht, ein bisschen habe ich gespielt. Ich habe mir das ganze Spielgeschehen nochmal angeschaut. Eins vorweg. Das Spiel ist sehr, sehr minimalistisch gehalten, was Grafik sowie Inhalte angeht. Aber meiner Meinung nach tut das dem Spiel sogar relativ gut. Es beschränkt sich halt darauf, ein Shooter zu sein. Ja, und damit hat es. Und der Preis geht auf jeden Fall klar, finde ich. Es ruckelt nicht oder sonst irgendwas. Also das ist eigentlich ganz nice. Wir machen Umbrella Cities. Ja, nee, ich will eine andere Karte. Das sind alles Small Karten. Ich mag Small Karten nicht. Dann schauen wir mal. Ach, nein, ins Waffenset wollte ich doch. Die JP, Granate AZ. Sollte man eigentlich zu links? Oh fuck, erst mit Stufe 9. Okay, es geht los, der Beckenstoß. Raccoon City ins Moor. Da muss der links irgendwo sein. Links. Dann durch das Tor läuft gleich rechts rein. So. Geh da doch weg. Da rein. Na, lol, ich hab gekontert, Alter. Ich hab gerade gekontert und ich hab null Plan, wie ich das gemacht habe, aber ich hab eine Trophy dafür gekriegt. Das ist immer gut. Nice. Ich hab den voll gekontert. Der hat mich mit seiner Waffe. Hat er mich angegriffen? Und echt cool. Dann hat er ihm die aus der Hand geschlagen und hat ihn so vor ihm zum Knien gebracht und ihn dann mit der Waffe voll im Kopf geschossen. Also es sah episch aus. Ja, genau, sowas, so Ja, sowas hat er ich im habe Video aber auch. null Plan, wie ich das hingekriegt habe. Es würde mich interessieren. Ich glaube, ich habe im richtigen Moment einfach Feuern gedrückt.
Das könnte natürlich sein. Ich glaube, Ja, ich das könnte weiß, wo der tatsächlich Penner wieder sitzt. sein. Ah, lol. Ja, jetzt. Den Speisesaal ist immer nicht fertig. Weil da hinten immer noch steht, der Speisesaal. Wo ist der Penner? Alle tot. Ich weiß nicht, wo Ich der habe Penner. eine Kette wieder vergessen. Wo der ist. Ja. Oh. Schatzi, Schatzi. Wie soll das mit dir nur weitergehen? Oh Mann, ey. Na und? Steckt der? Nee, ich müsste noch 5 Stück noch, dann habe ich ihn abgeschlossen. Sensor für Gesamtgebiet aktiv und ich Da sehe ihn fehlen einfach nicht. danach fehlen dir auch nur noch 5. Ich sehe ihn. Boah. Wenn man immer in so einem Durchschnitt so 6.000 kriegt, haben wir, wenn wir den Auftrag fertig haben, auch wieder 75.000 für die nächste. Ich hab schon 65.000, siehst du? Plus 26.000, Und hab ihn. Ansonsten ist Umbrella ganz gut so. Also ich finde es echt gut. Wie gesagt, ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach, ja. Also es ist kein 70 € Bomben-AAA-Game oder sonst irgendwas, ja. Es ist halt ein Shooter. Es ist ein minimalistischer Shooter für 30 € und das geht auf jeden Fall klar. Also für 70 € wäre es überteuert, definitiv. Aber Also kannst du sagen, es ist ein gutes DLC geworden, oder? so nett war ja. Weil nach mehr sieht das ja nicht aus, eigentlich. Das ist Ja, es ist einfach nur, es einfach ist ein ein bisschen minimalistischer kleiner aufgepoppt. Shooter. Ja, im Ja. Endeffekt ja. Nur, dass da diesmal Zombies rumlaufen. Glaubst du das echt, Willi? Also wie gesagt, ich finde, das Spiel geht auf jeden Fall klar und es macht Spaß und Ja, mein nächster Shooter, den ich mir holen werde, ist ist Battlefield 1, ich Battlefield weiß, 1. aber den werde ich mir nicht holen, definitiv nicht. Echt nicht? Nein, definitiv nicht. Warte, mach keinen Scheiß. Warum nicht? Weil ich da keinen Bock mehr drauf habe auf Battlefield oder Call of Duty. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ey, Call of Duty sowieso nicht. Das ist der letzte Call of Stecker. Duty ist mittlerweile einfach Aber zu sehr space-mäßig Battlefield. und Battlefield, ich weiß auch nicht. Ich finde das Thema einfach, ich weiß nicht, es ist extremst ausgelutscht immer und Nee, also das muss ich mal sagen. Erster Weltkrieg, wo hattest du das? Außer in Battlefield 1942 oder vor ja, aber ungefähr. auch gerade sowas, Erster Weltkrieg und sowas, ist auch nicht so in meiner Welt eigentlich. Also für mich wäre es eigentlich nur so ein Kauf, um mit anderen zu zocken. Und weiß ich nicht, dafür 70 € rausballern. Das wird wieder so ein Shooter, wo du ein Quäntchen Glück brauchst und gutes Aiming. Obwohl das, was ich gesehen habe, ich habe was gesehen. Ich habe in der Gruppe habe ich Ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber ja, ich habe es gesehen, dass du da was gepostet hast. ja, muss mal jetzt ins 22 Minuten langes Gameplay. Ich finde es einfach nur genial. Gut, das ist jetzt der Spiel, das auf dem 4K Fernseher, was wohl da wohl auch wiedergegeben wird. Er spielt es wohl auf dem PC, soweit ich sehen konnte. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Oh. Spiel, ich will es nicht schlecht reden, im Gegenteil, es ist ein gutes Spiel, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe. Aber es wird einfach kein Spiel für mich sein, denke ich. Ja, Ich und finde das das cool, ist es, ja. dass Zeppelin und sowas, du kannst Zeppelin fliegen, Flugzeug fliegen und es ist einer bestimmten Klasse zugeschnitten. Das heißt nicht, du spawnst und als Panzerfahrer findest du nicht keinen einzigen Panzer mehr, weil dir irgendein möchtegern Flieger dir den Panzer weggeschnappt hat, um zu seinem Flugzeug zu kommen. So, das ist ein bisschen
kurios da was drin gewesen. Nee, aber diesmal ist es so, bist dann auch dementsprechend bewaffnet und also das, was ich gesehen habe, muss man einfach mal reinziehen. Der spielt dann sowas wie einmal spielt er einen Panzerfahrer, dann fliegt er. Und du siehst dann immer, dass wenn ein Flugzeug zum Beispiel gerade geflogen ist, mit Fallschirm abgesprungen ist, dass er dann nicht gerade die Mega-Bewaffnung hat. Was ja klar ist, sondern er hat dann so eine notdürftige helft dir selber Dings. Bewaffnung. Und ja, schon ganz cool. Dann hat er einen mit Schrotflinte gespielt, eine Klasse. Ich weiß gar nicht, was das für eine Klasse ist. Auch so vom zerstörerischen Grad her wieder, das ist schon echt crazy. Da kommt der Zeppelin, der wird Zeppelin abgeschossen, dann kommt der von oben runter und begräbt so ein ganzes Dorf unter sich. Die Viecher waren halt mega. Das ist so eine Häuserreihe. Die ist erstmal platt. Und die ganzen Trümmerteile liegen da rum. Und er, der da 500 Meter von entfernt stand, muss dann erstmal über die Zeppelin-Teile rüberkrabbeln, damit er auf die andere Straßenseite kommt. Ja, ich sag ja, es ist kein schlechtes Spiel, es sieht auch gut aus, aber es ist einfach nicht meins. Das muss man halt dann irgendwie, ne, ich gönne das jedem, das sieht auch nach Spielspaß für die Leute aus, denen das Game gefällt oder sonst was, aber man muss da einfach, was das angeht, auch objektiv dann sein, ne, und sagen, okay, das ist nicht mein Game, aber es sieht nach einem guten Game aus, ne, also. Ja, nee, natürlich, wenn das nicht so dein. Also was ich bis jetzt halt so gesehen habe, es kann natürlich auch sein, dass ich mir das dann mal anschaue auf dem Stream oder dieses jenes und dann sage, das könnte mir doch wahrscheinlich gefallen. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich straight sage, wie bei Call of Duty oder so. Es ist Nein. reiner Ne? Ego-Shooter und ich weiß nicht, hast du die vorigen Teile Battlefield gezockt? Ja, habe ich. Und Battlefield Hardline fand ich schon. Hardline war zu kurz. Ich habe, also, habe ich mir sagen lassen, ich habe jetzt davon auch noch nicht so viel gezockt. Ne? Ich habe das, wie gesagt, mal beim Kollegen angezockt, das eine. Battlefield 4 habe ich dann auch nur beim Kollegen mal kurz angezockt. Aber es ist halt so. Ein Shooter, der so schon eher so in meine Richtung geht. Also, was denn so? Nicht mega dieses basic Rumgejumpel jeder. Alter, ich habe mich verlaufen. Da. Überall wird irgendwer gespawnt, weißt du, du hast schon so deine festen Spawn Points. Los, oder? Ja, da hast du bei Battlefield auch nicht so festes Spawn. Du kannst bei deinen Teamkameraden halt spawnen, ne? Das ist ja das. Ist da nicht irgend so ein Penner, der dann irgendwo in den. Was ich bei Call of Duty auch mal so scheiße fand, Maps sind einfach zu klein. Ich fand das Ultimate mega nervig, dass du da. Dass der Typen hinter dir das Gebiet, was du gerade freigeräumt hast, da wird der nächste Gegner gespawnt, fällt dir dann in den Rücken und knallt dich über den Haufen. Bei Battlefield hast du das dann schon so, dass du dann weißt, ah, da vorne sind gerade die ganzen Gegner, da werden dann auch die anderen Gegner gespawnt. Weil die sich eher da oder in dem nächsten Stützpunkt von denen spawnen lassen, ne? Also, außer vom Shooterischen her ist es zwar schon relativ fix, aber jetzt auch nicht gerade ein COD, was mir viel zu schnell ist. Aber naja, mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin echt gespannt und die ersten Eindrücke vom Spiel werden auf jeden Fall gespielt. Mal gucken, wie sehr ich ablosen werde. Oh, ich gehe davon aus, genug. Ja, ich auch. Ach, hier mal! So, jetzt können wir auch die Warthog mal austesten. Mal eine andere Map. Ach schon. Sind wir mal Das ist der Gewohnheitsmensch. So.
Beste Spieler. Ja, hier halt. War noch auf 4, oder? Ja, auf 4. Ja, dann kriegt er das nicht so noch drauf. No shanks! Nee, nicht. Ein Teil vorne. So, zu lange. Schatzi, ja, hier, ich hab ein Bonchi für dich. Weg und zum Ding. Ach Die ja. verlaufen. Der hätte rechts abbiegen sollen. Ja, komm. Weil ich sie vermisste mal. Am Bonchi. Auch für mittlerweile Level 5. Noch 5 Level, Schatz. Nicht so auf Trophäe. Ja. Bis früh. Gut. Ah, nee, jetzt gibt's keinen Anschlag. Kannst du kaputt schießen in den Zaun? Schatz. Ich läuft trotzdem hoch rum. Ich mach das Ding kaputt und sie. Natürlich nicht. Das ist auch nicht schön. Bist du jetzt Level 3 oder? Ist auch schon mit der? Ah, noch erstes Ding, ne? Ja. Ja. Matze, was hast du noch für Spiele, was so in naher Zukunft auf dich zukommt? Wo du sagst, boah, Final auf Fantasy. jeden Fall. 15? Ja, klar. Ja, weg.
Ja, hätte auch jetzt sein können, das Remaster von Final Fantasy VII, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, habe ich auch überlegt, aber ich weiß es noch nicht. Schaue ich mir mal noch an. Mal schauen. Ja. Ja, ich könnte mir da vorher auch noch ein bisschen was reinziehen. Gucken, wie das dann abläuft. Ob es dann wirklich immer noch so mega Open World ist wie der erste Teil, weil das kann ich mir nachher schwer vorstellen. Ich weiß nicht, wie sie das umsetzen. Oder ob sie dann nur Schlüsselszenen remastern, weißt du, und dann sagen, ja, hier, pass auf, dass du die und die Szene spielst jetzt. Das könnte gut sein. Weil wenn du nachher das Raumschiff hast, dann hast du 3 Jahre. Unendlich. Möglichkeiten, dich darüber hinzugeben, das ist ja eine riesen Welt. Ich gehe doch nicht unsinnig. Ah, nicht schnell genug umgedreht. Okay. Was ist? Oh, das ist die Tür. Was? So. Keine Ahnung. Nee. Wahrscheinlich. Was schon in deiner Nähe? Meine frühe Missionsgebiet gefunden, da habe ich die halbe Karte weggenommen. Da ist es gar nicht so schwierig eigentlich. Du kommst rein und gehst du gleich rechts in diesen Eingang. Da ist doch der Speisesaal dran. Ich widme mich dann schon mal der Galerie. Nur am Abkotzen. Ansonsten habe ich dieses Jahr, glaube ich, gar nicht mehr so viel auf dem Schirm momentan. Ich glaube, es war nur Final Fantasy bis jetzt. Technomancer? Nee. Was jetzt? Sieht geil aus, aber glaube nicht, dass das so meins sein wird. Ja, ist schon wieder Singleplayer, oder? Ne? Naja. Was hältst du von Remastered Edition von Skyrim? Oh, nee, definitiv nicht. Nicht? Also War das durchaus dein Teil, oder? Skyrim fand ich ganz gut, aber Hm? tot gespielt, ehrlich. Und nochmal alles. Nee. Ja, was ich an dem Spiel damals schon geil fand, das sind die Landschaften gewesen. Du standst irgendwie am Berg Definitiv. und hast durch die Gegend Definitiv. geflogen, hast du gedacht, oh Bombe, Alter. Aber. Tja, ich weiß auch nicht. Warum haben wir jetzt weniger Münzen gemacht? Wir haben noch nichts anderes gemacht. Was können wir Also schon ja nicht klar, so kaufen? Skyrim war richtig geil, aber nee. Nee. Ich finde sowieso, also PS4 Remastered auf Konsole, fehlt nur noch, dass sie die PS4 remastern. Mal gucken. Ich bin sowieso mal gespannt, was sie da noch raushauen. Ja, UK, groß angekündigt, VR jetzt. Gibt es ab Das, sofort zum Vorbestellen? ja, abwarten. Ich finde den Preis einfach ziemlich saftig. Ja, 399 Pfund sind halt nicht wenig, ne? Das ist natürlich schon eine Ja, es sind Automarke. 300 Euro oder was, ne? Ne, hier wird es ja auch 399 Euro kosten.
da lassen die sich von Sony ja nichts nehmen. Ja gut, das Ne? stimmt Das allerdings auch. ist, wir haben eine Zahl aufgeschrieben und das ist egal, welche Währung das ist. Das ist so übel. Also das ist Ob doch der. Yen oder was das ist, ne? Ja, genau. In Amerika kostet Ey, Alter, wie ich gerade 199 gar nichts Dollar. treffe. Also 3 Millionen Yen, weißt du, dann so 3 Millionen Euro. Nein, aber es ist einfach. Ich weiß nicht. Ich finde die Preise für die VR-Brillen. Die VR-Brillen an sich sind geil. Mega, gar keine Frage. Die Oculus Rift auch geil. Ja, kostet aber 500, glaube ich. Ja, ist ein. Und du hast da kein Headset mit bei. Die Oculus Rift ist ja reinweg nur die Brille. Bei der Sony VR bezahlst du halt 3,99, also 400 Euro. 100 Euro günstiger und du hast noch ein richtig gutes Headset mit dabei. No. Wie wir es rausstellen konnten, bei Headset lässt Sony sich ja mal lumpen. Ne? Wenn ich mir mal reinziehe, dieses kleine, punktige Controller-Headset, dieses Mono-Ding, dieser Einknopfstecker, was der für einen Sound hatte und für ein klares Ergebnis der gesorgt hat, muss ich mal sagen, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf das Abwarten, ne? Abwarten. Launch-Event. Ich denke, das wird, also was ich jetzt gehört habe, so gelesen und gesehen habe, wird das schon ein richtig geiles Gerät. Nur wie gesagt, 400 Euro, das ist wie als wenn du dir die PlayStation noch mal kaufen würdest. Ja, die Ja. Frage ist, sind denn die Sticker bei? Hatte ich hier die Sticker da schon? Die, ja, diese Sticks hier, die Move-Controller, Nein, waren die jetzt auch soweit ich dabei? weiß nicht. Ist das Nein. so ein Package? Die musst du selbst nachkaufen. Zusätzlich. Ich meine, du kannst das ja auch mit Controller spielen. Das ist Genau wahrscheinlich für die meisten deswegen. sinnvoll. Aber es ist halt auch ziemlich viele Spiele darauf ausgelegt, also die, die jetzt rauskommen, dass du halt diese Move-Controller hast und Na, darauf du kannst es benutzen auch mit Controllern spielen, ne? So ist das nicht, aber die Sache kannst. ist einfach, Sony wird da wieder Geld rausschlagen. Definitiv. Sie werden hingehen, werden diese Move-Dinger separat anbieten, wenn du die haben möchtest. Wahrscheinlich für einen Controllerpreis von 60 bis 70 Euro. Ja. Das Ja. tun sie ja jetzt schon. Die geben sie ja jetzt schon. Also kannst du ja separat kaufen jetzt. Ich habe mir Naja. mal umgeguckt, ich wollte die Dinger ja mal schon immer haben, schon eigentlich schon mal bei der PS3, aber irgendwie nie dazu gekommen. Und ja, ich muss sagen, also die sind schon echt nicht ohne, ne? Da hast du dann diesen einen Stick mit so einem Digi-Kreuz drauf und einer Murmel dran und so einen kleinen Controller daneben, also einen halben Controller, womit du dann laufen kannst. Aber wenn du dann ein richtiges Gamepad draus haben willst, also richtig zwei Sticks, dann legst du ja schon gute Asche für hin. Also dann bist du auch nochmal so bei 100, 150 Euro um und bei. Ja. Wenn du dann ein Und gutes Paar haben willst, dann muss ich das ist sagen. das. Die sind da halt nicht mit bei, ne? So, was willst du da noch groß sagen, machen, tun, ne? Es ist halt. Ja. Ist halt so. Aber Ja, ja, ich das denke mal, dass sowieso. dann da wieder Ich Spiele geben wird, weiß die sie nicht. im Package anbieten. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Wenn, dann. Ja, da gibt es ja, habe ich im Store auch gesehen, gibt es jetzt ja so Spiele, die dafür schon dann angepriesen werden, wo dafür rauskommen werden. Also ich glaube, das eine finde ich ganz interessant. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, was es war, weil ich habe es bei dem Preis einfach auch aus dem Kopf verdrängt, wo ich gedacht habe, nee. Und ja, mal gucken. Also ich denke nicht, dass ich sie mir holen werde, aber wer Vielleicht weiß. wird es gleich recht. Nee, ein weiterer Irrtum. Vielleicht kommt da ja auch noch ein vernünftigerer Preis rüber. Man weiß es nicht, ne? Zur Not werde ich sie mir irgendwann mal vielleicht holen. Aber Nicht so weit, ja. vielleicht mal irgendwo in einem Sonderschlussverkauf, keine Ahnung. Ja, nee, also ich werde, also wenn
Vielleicht sponsert uns das ja vielleicht jemand auch. Mal gucken. Nein, aber ich denke, für mich ist auf jeden Fall mit Kauf, also ein Kaufwert. Jetzt gleich von Anfang an, lass mal dahingestellt, wenn man das Stream bringt, den Leuten ja eh nichts, dass sie davon Nee, haben sehen. eben. Aber für das Spielerlebnis an sich habe ich da ultimate Bock drauf. Das Allein auch. nur aus dem Ja, aber Grund, bei dem Preis einfach. ich kenne das schon so ein bisschen, weil ich habe damals das erste Mal so von Sony hat Project Morpheus am Start. Was zur Hölle soll denn der Scheiß sein, ne? Weil ich mir den ganzen Scheiß mal reingezogen habe, dann hier Brille, bla bla, bis mitten im Spiel, hab mir das ein bisschen durchgelesen. So, und da war das eigentlich schon so ein bisschen länger aktuell. Da gab es auch schon die Oculus Rift und so. Und dann sagt der Kollege von mir so, ey, Morpheus, ja, das ist wie so eine Dingsbrille wie bei der Oculus Rift hier, die habe ich zu Hause. Ich sag, ja, klar, laufen zwar nicht viele Spiele und so, aber kann ich dir mal hier so ein Demo-Dings zeigen? Ja, cool, bin ich vorbei, hab mir das angeguckt. Alter Falter, da stand ich ja oben irgendwie auf so einem Scheißberg, hab runtergeguckt und hab gedacht, Alter, mach keinen Schritt zu weit. Also vom Spielerlebnis her ist das eine ganz, ganz andere Hausnummer. Turnst du auf irgendwelchen Balken rum? Natürlich. Okay, du kriegst Natürlich da ist das echt. genial, aber wie gesagt, das ist einfach, ich finde den Preis einfach zu mächtig, zu Ja, gut, das übertrieben. ist. Und die Frage ist, ist das schon ausgereift, ne? Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Siehst ja, Sony, PlayStation 4, BAM! Die und die Funktionen. Ja, das erste halbe Jahr hatte sie nicht mal fünf von diesen ganzen Funktionen, die sie haben sollte, weil Ja, man konnte das froh sein, PSN dass damit das erstmal so Spiel überhaupt überhaupt nicht funktioniert hat. klarkommt. So, So auf die dann gab Art. es erstmal kaum Spiele. Zwei, drei Titel groß mit angekündigt, die sind dann rausgekommen und im Endeffekt, Alter, noch zweimal. Hat sie noch sieben. Naja, und dann, ja, wurde nach und nach immer nachgebessert. Du siehst ja, dass das hier SharePlay, das funktioniert immer noch nicht. Also nicht richtig. Ja, das stimmt allerdings. Mit einer fast der geilsten Funktion, die es für die 4 geben sollte, funktioniert nicht. Das Spielen mit Kollegen zusammen oder denen das zeigen und dann sagen, hier, spiel mal selber, also okay, das angucken. Ja, schießen schon ab. Der schon gewartet, ne? Ja. Nein, ich bin fest. Wieder ein Glück. Oh, da bin ich noch Level 6 hier nachher, oder? Böde, böde. Ein Bonchi. Ist das Ding jetzt so weiter eingenommen, dann wäre es schon fertig. Komm hier so dein. Ich
Verplantheit-Status, ja? Guck mal hier raus. Ein Mülleimer. Das Hirn. Hier gibt's ein Eis, oder? Brain Creeps. Sollte man einigen Leuten echt mal geben. Dum dum di dum 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 di dum. Oh, mehr Quatsch, jetzt konzentriert bei der Arbeit. Ja, aber richtig konzentriert bei der Arbeit. Hä? Was? Ich sagte gerade, man merkt Matze konzentriert bei der Arbeit. Naja, das ist halt ein Spiel, ne? Muss ich schon doch gucken, was passiert jetzt. Ja, ja, klar, natürlich, ne? Also es ist nicht einfach nur so hier rumgeballert und hast du nicht gesehen, ne? Also man muss schon ein bisschen auf die Umgebung achten, ein bisschen gucken, was man tut, ne? Es ist halt ein Shooter. Du sagtest ja selber so, COD ist gar nichts für dich, so geh dir voll auf den Sack, weil viel zu basic. Und dann sowas, der Umbrella, ja, sieht ja nur nicht viel anders aus, ne? Ja, der Unterschied ist folgender: Umbrella versucht gar nicht erst den Leuten zu verkaufen, hey, das ist was komplett Neues oder hier dieses jenes. Es ist auch nicht so spacig abgehoben wie, finde ich, das normale Call of Duty. Call of Duty hat bei mir halt einfach verloren, weil, ja, sie verkaufen den Leuten jedes Jahr das super neue Game für 70 Euro, ja, und es ist immer das Gleiche. Ja. Und Umbrella sagt, nein, halt, hier, wir haben was ganz Normales, es ist ein Shooter, ja, wir haben hier so ein paar Zombies reingeklatscht, aber im Großen und Ganzen ist es ein kleiner Shooter mit ein bisschen Deckungsspiel und hey, hier, 30 Euro, reicht, ja. Also, das finde ich gut, das finde ich in Ordnung. Ja, okay. Schlimmer fände ich es, wenn es jetzt 70 Euro gewesen wären oder so. Und dann hätte ich gesagt, nein, definitiv nicht, weil für 70 Euro bietet das Spiel einfach zu wenig, ja. Seines Maps oder sonst irgendwas. Man weiß nicht, ob da noch Sachen dazukommen, ja, ob noch Spielmodi implementiert werden, ob es, ja, andere Maps geben wird und hast du nicht gesehen, ja. Aber sag schon, so ein kleiner Shooter für zwischendurch. Oder? So ein Shooter für zwischendurch, wenn du einen Kumpel hast, mit dem du einfach ein bisschen hier zocken möchtest, ein bisschen auch ein bisschen taktisches Gameplay, klar, kann man hier auch mit reinbringen. Wenn du mit einem Kumpel einfach ein bisschen Spaß haben willst, ein bisschen ballern willst, ein bisschen die Leute flachsen willst oder auch, wie gesagt, dieses Teamplay, einfach dieses Zusammenspiel, weil das ist egal in welchem Spiel, wenn du das Zusammenspiel übst, ja, es wächst halt mit der Zeit, ne? Mit dem entsprechenden Koop-Partner. Und für sowas ist es echt genial und die 30 Euro sind echt gut angelegt. Es macht Spaß. Ja. Ich denke auch, dass es Langzeit Spaß haben wird, weil, wie gesagt, es ist einfach so, es ist ein Shooter. Ja? Es ist ein Shooter und man ballert da und du rennst da rum, du lernst ja die Spots kennen auf den verschiedenen Maps und ja. Spielt's dann halt, die Leute werden ja auch immer besser, ja, und wie gesagt, es bietet ja auch alleine schon wegen den Leveln und allem, wegen den verschiedenen Waffen und hast du nicht gesehen, viel Anreiz, dass man das auch eine Weile spielt, in meinen Augen, und bis jetzt tut ihm da wirklich noch gar kein Abbruch, weil bei Call of Duty, sag ich ganz ehrlich, ich hab's kurz angespielt gehabt, den letzten Teil, so ein bisschen, ich hab's ein, zwei Stunden gespielt und dann hat es schon den Reiz verloren für mich, und das ist hier komplett anders irgendwie. Das
Es macht richtig Spaß. Und die Maps sind zwar klein, aber die sind schon irgendwie cool ausgearbeitet, auch so von den Laufwegen und allem. Und es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Es ist. Du brauchst hier auch nicht groß irgendwie was lernen oder üben oder sonst irgendwas. Du gehst rein, fängst an zu spielen, ballerst. Man kennt die ganzen Sachen von normalen Shootern und du kannst direkt hier Spaß haben. Alter, scheiße, Und scheiße, Zombies scheiße. sind danach halt erstmal nur reine Die Nebensache. Zombies So weiter. sind prinzipiell erstmal Nebensache. Ja, also du hast diesen Jammer auf dem Rücken. Das ist dieses große Pack. Das verhindert, dass die Zombies dich überhaupt sehen. Greifst du einen Zombie an, wenn du jemanden ins Sperrfeuer nimmst oder so, dann greift er dich an, dann sieht er dich. Hittest du zum Beispiel einen Gegner, du siehst den so an dir vorbeilaufen, du schießt auf ihn, kannst ihn halt nicht killen, aber triffst den Rücken, machst den Jammer kaputt. Dann hat der richtig böses Leben auf der Map, weil dann sehen einen sämtliche Zombies, auch an denen du vorbeirennst, und die rennen dir hinterher, die Drecksäcke, die tun auch ganz schön Aua. Ja. Das ist dann schon wieder richtig cool, weil du kannst ihn quasi also töten, obwohl du ihn nicht richtig getroffen hast. Schon eine coole Sache. Derjenige kann auch überleben, indem man die Zombies einfach dann killt, die ihn verfolgen oder ähnliches. Aber je nach Map sind da echt Zombie-Horden.